P-R-E-W-I-N-S-I-D-E. Moin Leute! Was geht ab, meine Freunde? Was geht? Hallihallo, willkommen zu diesem spontanen Vlog. Natürlich habe ich meine eigene Kamera nicht dabei, weil ich ein Trottel bin. Das hat aber netterweise ein anderer Trottel für mich abgefangen. Ich befinde mich gerade hier in Hamburg beim lieben Herrn Unge. Ja moin, Simon! Ja moin! Weißt du, wie lange ich dich nicht mehr wiedergesehen habe? Kann man hier... Darf ich mein Zimmer filmen? Oh, ja. Du hast mir so gefühlt. Da ist noch was, was nicht geheim. Oh, hat man nicht gesehen. Das darf ich nicht zeigen? Ja, das ist doch geheim. Hier ist Simons Setup, Leute. Aber das könnt ihr auch alles auf seinem Kanal sehen, denn den Rest darf ich nicht zeigen. Das ist geheim. Hier ist unsere kleine Kuschelhöhle, Leute. Bumshöhle. Ich setze mich jetzt mal ganz kurz hin und erzähle erstmal, was ich überhaupt vorhabe. Und zwar, Leute, bin ich ja relativ spontan nach Hamburg gefahren, weil ich mich mit den Leuten von Extra Mile getroffen habe, die netterweise auch Merch-Partner für den Rewe-Store geworden sind dieses Jahr. Rewe-Store.de einfach mal auschecken. Kaufbär-Merch, ihr wisst, und habe blöderweise die Kamera zu Hause vergessen. Eigentlich alles Wichtige. Johnny hat nicht mal einen Kamera-Akku dabei, aber Simon hat mir diese kleine Kamera gegeben. Deshalb nicht wundern, Leute, wenn die Qualität vielleicht ein bisschen schlechter ist als sonst. Ich wollte jetzt einfach mal ganz kurz zeigen, was wir überhaupt im Streaminghaus machen. Gleich geht's nochmal in die Stadt und das zeige ich euch mal ganz kurz, wie mein Merchandise hergestellt wird und so weiter und so fort. Ich habe sowieso 2018 vor, ein bisschen mehr zu vloggen. Wir rennen mal ganz kurz nach oben. Ich zeige euch mal ganz kurz, wie ich den gestrigen Abend mit Jody verbracht habe. Also nicht wie, also was wir gemacht haben, sondern wo wir gepennt haben. Ich weiß gar nicht, Simon, hast du schon mal eine Roomtour im Haus gemacht? Nur im Livestream. Nur im Livestream, okay. Dann geht's nochmal eine fertige Roomtour bei ihm zu sehen. Die Tage produziert er nämlich gerade. Bist du gerade dran, ne? Was? Bist du gerade dabei, eine Roomtour zu produzieren. Ach, guck mal hier, das hier darf ich überzeigen, oder? Ja, darf man rausfilmen. Das hier ist so entspannt, Leute. Guck mal hier, man kann hier liegen. Und dann ist hier einfach die wunderschöne Hamburger Natur, Leute. Hier ist es so entspannt, hier könnte ich einfach leben, Mann, wirklich. Kommen wir ganz kurz zu meinem Zimmer, Leute, was ich euch zeigen wollte, beziehungsweise dem Zimmer, wo wir übernachtet haben. Eigentlich auch relativ entspannt. Da haben Jordan nicht geschlafen. Dann geht es hier nochmal um die Ecke, was da ist, ist geheim. Das zeige ich euch nicht, das müsst ihr bei Simon gucken. Hier ist das Gäste-Setup, auch geheim, müsst ihr auch alles bei Simon gucken. Aber wir sind jetzt quasi für 2-3 Tage hier und werden uns einfach ein bisschen was mit Simon entspannt machen, weil ich habe Simon so lange nicht mehr gesehen, Leute, und ich habe ihn richtig, richtig krass vermisst. Das ist kein Witz. Simon ist so einer, da freut man sich einfach immer wieder, ihn wiederzusehen, weil Simon verändert sich nicht, der bleibt genauso geistig krank wie ich. Alle anderen Leute verändern sich immer, biegen sich so ein bisschen, bla 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 bla. Simon ist jemand, der einfach immer so schön gestört ist wie ich und das macht mich extrem glücklich. Ich fasse mir die ganze Zeit in die Haare. Richtiger Revi-Vlog auf jeden Fall. Wir werden jetzt gemeinsam runtergehen und noch ein bisschen was kochen zusammen. Simon wird das Ganze streamen, ich werde ein bisschen was vloggen und dann geht es später nochmal zum Merchandise bei mir, Leute. Das zeige ich euch mal ganz kurz, wie man Merch produziert wird und so weiter und so fort. Ich würde sagen, wir sehen uns unten wieder. Das ist ein ganz entspannter Vlog, den ich eigentlich relativ spontan jetzt hier aufnehme für euch und ich dachte mir, das wäre eine ganz gute Idee, das zu machen, euch einfach mit nach Hamburg mitzunehmen und wir sehen uns dann gleich unten beim Kochen wieder. Bis gleich. Kochen, 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 kochen. Okay, DJ, läuft? Oh, läuft. Leg mal ein bisschen was Mucke auf. Das ist ein Touchpad. Wir testen gerade, wir haben hier gerade einen spontanen Stream, weil wir haben noch die Kameras und so und den PC, den wir eigentlich hier hinkriegen noch, den kommt erst nächste Woche. Und deswegen haben wir jetzt uns Rewe-Laptop ausgeliehen und machen jetzt hier so einen kleinen... Außerdem haben wir krank Hunger, wir wollten einfach was streamen, spontan was wir... spontan Kochstream. Weil wir haben jetzt gedacht, wenn wir zusammen spielen, Leute, ist es auch langweilig. Ich habe Simon und mich schon 10.000 Mal zusammen spielen sehen, aber noch nie zusammen kochen. Dementsprechend kann ich euch sowieso nur empfehlen, wenn dieses Video online ist, dass ihr auf jeden Fall mal auf Simons Twitch-Kanal vorbeischaut. Denn der wird nämlich jetzt wöchentlich, nee, täglich streamen sogar. Jeden Tag. Krass. Hat sich das schon als Mensch verändert? Ja, ich bin jetzt ein besserer Mensch geworden. Ja, wolltest du vielleicht noch was erzählen, deine Vorsätze von 2018? Ja. Okay, perfekt. So, Leute. Wir kochen hier, wir kochen. Aha, aha. Guckt euch das mal an, Leute, diese Crack-Erfindung, die wir uns da gegönnt haben. Was ist das bitte? Wir haben leider keinen vernünftigen... Weil der Soundmaster hier nämlich ein bisschen Kacke gebaut hat, ne Sabine? Ja, Boah, kann man damit krass ran, so mit dieser Kamera. Warum ist der oben einfach Alter. So? Wie wird der so nicht? Alter. Hä? Das ist ein scheiß Parkmann. Hör mal bitte auf, hör jetzt mal auf, hier alle Leute zu beleidigen, mit denen ich zusammenarbeite, Simon, okay? Was ist eigentlich ungeschoppt für ein Dreckshaufen? Überhaupt? Wann kochst du was zu essen, Digga? Ich koch gar nichts. Wir haben jetzt soweit alles ausgestattet, alles soweit beschrittet, Junge. Ich sehe so scheiße aus, Alter. Ich bin einmal hier mit zwei Hunden unterwegs. Guck mal hier, ich habe hier so einen Ausschlag. Da habe ich geleckt eben. Weil Simon mich angefasst hat und geleckt hat, Leute. Ich krieg direkt Ausschlag. Schau mal hier. Ihr seht doch auf jeden Fall, wer hier auch im Haus ist. Der gute Mimi-Boy, der ist hier auch irgendwo am Start. Jody, wo bist du? Bist du happy hier im Streaminghaus? Ihr glaubt niemals, was diesem YouTuber beinahe passiert ist. Bist du glücklich hier? Ich bin auf den Fuß getreten und alles hat gekribbelt. Mein ganzer Körper hat so gekribbelt, weil war ich das so denn erschrocken habe. Geil oder nicht? Nee? Nein, schlecht. Kochen wir jetzt was? Nein, ihr kocht, ich schlaf hier. Okay, du machst Kamera. Perfekt. Jordi wird die Kamera übernehmen, hat sie gerade gesagt. Super, super nett. Ich würde sagen, wir sehen uns gleich. Oh, wieder. Und das Setup steht, Leute. Und guck mal, wer gerade auch eingetroffen ist. Fresh out of shower. Was geht, Boy? Weißt du, wie gut ich rieche? Warte.
Den dürfte nach nichts riechen. Alter, womit hast du dich geduscht? Mit dem von Simon. Was war's denn? Irgendwas von Lush. Ach, von Lush. Von Lush, Alter. Lush, Lush, Lush. Was ist denn Körper? Ja, gut. Nee, klar, lassen wir das. Wir sind jetzt soweit fertig, Leute. Jetzt wird hier richtig nice gestreamt. Wir haben jetzt das Mikrofon, wie gesagt, soweit festgetapt. Alles ist aufgeräumt. Ich habe schon mal die ersten Zutaten hier hingeräumt. Das war eine richtig räudige Paprika, die schon richtig alt ist. Simon, hast du Lust, mit mir das krasseste Essen überhaupt zu kochen? Ich habe mir was überlegt. Ich habe mal geguckt, was ihr im Kühlschrank habt. Was wird denn gemacht? Pass auf, Digga. Gute Frage. Gute Frage, Sabine. Halt den Mund. Ganz kurz, ihr habt nämlich Spinat im Kühlschrank und ich dachte mir, wir machen einen Spinat-Nudelauflauf. Finde ich ganz geil, ihr habt hier alle Zutaten da, wir können so eine vegane Rahmsoße machen. Also mal ganz kurz für meinen Vlog. Hallo, hallo Chat, was geht? Schreibt mal hallo. Und ganz kurz auch für die Leute, die gerade im Stream schauen und für Simon. Wir machen zusammen einen richtig geilen veganen Nudelauflauf mit Spinat, Paprika, Knoblauch, einer Menge Knoblauch und Zwiebeln. Ja. Hinzu kommt nochmal später Brokkoli und vielleicht ein bisschen Pesto. Hey Hund! Yomi, du kannst hier nicht sein, geh weg. Wir braten jetzt erstmal den ganzen Shit hier an, Leute. Das erste Mal für mich, dass ich mit einem Ceran-Kochfeld koche. Ich meine Dingens, Induktion. Und ich weine gerade schon, weil ich gerade schon Zwiebeln geschnitten habe. Das macht mich so traurig und glücklich, aber gleichzeitig. Wir sehen uns gleich einfach wieder, es ist gerade pures Chaos hier. Okay Leute, kleine Timelapse vorbei. Er zerschneidet gerade einfach meinen Vater, Lauch. Ist das dein Excuse Ernst? Excuse me. Alter, kleines Statement dazu, bitte. Das ist Mord, Junge. Ich wurde gezwungen. Revi hat das sogar von mir gefordert. Also mag er seinen Vater nicht. Bei der Nudeln kochen, Spinat kocht, Erbsen, Brokkoli kochen, Soße kocht, Simon kocht. Soße. Ich koche vor Wut. Soße, Simon. Ich koche vor Wut. Simon, ist das die Soße oder die Saas? Die Sees. Schesch. Ich hab zwar ein bisschen gekleckert, aber das sieht so gut aus, Mann. Oha, ein bisschen, sagst du? Das ist nicht viel. Hör mal auf jetzt. Bist du denn doof? Ey, Revi, was hast du denn da gemacht? Was? Schau mal, was Revi gemacht hat. Das war Yomi. Das war der Hund. Mann, das gute Essen. Revi, das gute Essen. Das sieht wirklich gut aus. Das sieht richtig gut aus, wirklich. Also, hätte ich nicht gedacht, weil ich habe jetzt nicht gedacht, dass wir irgendwas Gutes hinkriegen. Du musst richtig viel Käse drauf, Leute. Käse, Käse, Käse. Jetzt mal hier Käse drauf. Oder lass mich mit dem Käse aufmachen, bitte. Bitte viel. Bitte. Damit der Simon auch irgendwas gemacht hat. Wir machen das zusammen. Es sind zwei Tüten, Simon. Na gut. Kipp, kipp, kipp. Okay, jetzt bist du dann Simon. Ist der Ofen eigentlich schon vorgeheizt? Nee, da hat keiner. Oh Mann! Ach, Sabine, Beste! Wir können jetzt quasi hingehen und diese wunderschönen Aufläufe. Wahnsinn. Qualitäts-Content. Quality-Content, oder? Okay, stell rein. Vorsicht, fass ich den. Backofen an. Ah, ich hab die Backofen angepasst. Okay. So. Sehr gut. Da bleibt jetzt ungefähr 4 Tage im Backofen drin, Leute. Und dann vergessen wir das dann wieder. Und fahren dann einfach woanders hin. Wir sind im Kochen fertig. Es sieht nicht nur geil aus, sondern es wird auf jeden Fall gut schmecken. Nummer 1 mit Erbsen und Spinat. Sieht richtig, richtig geil aus, Mann. Ja, sieht wirklich mega geil aus. Und dann haben wir hier noch einmal die zweite Variante, einmal etwas kleiner mit einem anderen Käse auch oben drauf. Diesmal mit Brokkoli und Erbsen. Sieht aber auch übel geil aus. Nimm dir mal einen ganz kleinen Teller, Digga, und du probierst es. Mach mal einen Probierteller, okay. 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 Nicht, ey, ein Probierteller, nimmt sich direkt die ganze Sache, also. Hä, die ganze Sache? Das ist, man muss ja alle Schichten probieren. Mach wieder die Kamera hin. Das ist so lächerlich, Leute. Guck diesen Fettsack an, der hat nichts gekocht, nichts gemacht. Ach, halt da durch. Wow, ich bin hier so ein guter Gastgeber. Ich lass die Gäste an die Küche ran. Ja, du lässt die Gäste für mich kochen und putzen. Was für ein guter Gastgeber. So macht man das, so macht man das. Es ist geil, ja? Oh, Ist wirklich gut? Das wird schon. Probier mal hier. Nein, ich puste für dich. Achso. Ich bin wie deine Mama. Kann ich das selber machen vielleicht? Ich weiß nicht, was für deine Mama. Du hast krank, viele Krankheiten. Komm, gib mir das einfach bitte. Ich will. Oh, lecker, oder? Nee, es ist wirklich saugut. Es ist halt ein bisschen scharf, aber ich finde das geil. Wir sehen uns gleich irgendwo, keine Ahnung, wo wir hingehen. Kopf oder sowas. Ist der Kopf drauf? Nein. Ja, Jock. Wir sind auf jeden Fall wieder hier bei Simon im Haus. Simon, wie war es gestern bei Rita Ora? Chokizel, mashallah. Bruder, inshallah, du hast ihr Augen geküsst, oder? Ich hab ihr rechts Auge geküsst, links Auge. Warum? Ich weiß. Jodie, pack mal aus, was ich gekauft habe. Guck mal. Wir machen ganz kurz Food Review, Leute. Und dann ändert dieser komische Vlog auch hier endlich mal. Ja. Okay, Simon, fangen wir hiermit an, ja? Bam, 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 Simon, guck mal. Kannst du essen, das ist eh vegan. Magst du so Körnerbrötchen und sowas? Findest du saugeil, ne? Mega, super toll. Schockgesell. Und guck mal hier, so Schokocroissant. Weil ich habe extra nach was Veganem gefragt, aber die hatten nichts Veganes Süßes. Mir reichen die Brötchen. Ja? Bist du glücklich? Ja, mega, dass du Brötchen geholt hast und sonst nur vegetarische Sachen, aber top. Da kann ich ja nichts. Was soll ich denn machen, Alter? Vielleicht drehen wir später noch zusammen. Ich weiß noch nicht genau, Leute. Ich würde aber sagen, dass dieser seltsame Todesvlog hier einfach irgendwie random ändert. Ich würde sagen, der Vlog ist noch nicht vorbei. Warum? Weil
Wollen wir noch was machen heute? Was machen wir? Das weiß ich dir nicht, aber ich glaube, du willst vielleicht filmen. Okay, Leute, dann ändert sich doch noch nicht. Auf Wiedersehen, ciao. Ja, moin, Leute, was geht? Wir sind jetzt hier bei meinem Merchandise-Partner extra mal angekommen. Von Melon hast du die Kamera jetzt geklaut? Wollte ich gerade sagen. Andere Kameraperspektive, wieder andere Kameraqualität, weil ich habe nämlich jetzt Jodys Kamera. Schreibt in die Kommentare, welche euch besser gefällt. Ich habe nämlich die von Simon, die ich mir auch schon geliehen habe, einfach zu Hause vergessen. Schock Giselle auf jeden Fall an dieser Stelle. Leute, ich wollte euch ganz kurz zeigen, wo quasi mein Merch hergestellt wird, wie der ausgeliefert wird und so weiter und so fort. Möchte ihr nochmal ganz kurz auf diese wunderschönen T-Shirts rum, Ich möchte nochmal ganz kurz auf diese wunderschönen T-Shirts... An Hinweisen willst du! Hinweisen! Hau dich jetzt mal in Ruhe! Gut. Ich möchte mal ganz auf diese wunderschönen T-Shirts hinweisen, meine Freunde, die zu 50% an Tangeni Shilongo gespendet werden, Leute. Ihr habt sie sicherlich schon mal gesehen. Es sind die wunderschönen Revi Hero Shirts, Leute. Weil du ein Held bist. Weil ich ein Held bin. Nein, weil jeder, der das T-Shirt kauft, auch ein Held sein kann. Ja, Mann. Schaut auf jeden Fall in die Videobeschreibung. Amen, Akolm. Kauft euch ein T-Shirt! Ich zeige euch mal ganz kurz, Leute. Das hier ist quasi das Lager. Eigentlich nicht so spannend. Relativ schön hier. Da ist Jody. Spannend und schön. Dann haben wir hier einmal die Mitarbeiter. Mokuba, du arbeitest hier, oder? Ihr zwei arbeitet hier, ne? Was? Ja, aber ich du. Auch nicht. Nice. Schaut mal hier, Leute. Das hier sind die letzten Sachen, die letztendlich übrig geblieben sind. Es gibt noch ein paar XL-Sachen, also kauft ihr euch. Und ich wurde jetzt gerade gezwungen, diese wunderschönen Autogrammkarten mit meinem Merch zu verpacken und in die Tüte einmal reinzuspucken. Das heißt, wenn ihr quasi was bekommen wollt, wo ich reingesabbert habe, müsst ihr jetzt bestellen, Leute. Habt ihr Glück. Ich werde richtig mir Mühe geben, da richtig schön dick reinzurotzen. Mache ich natürlich nicht, keine Sorge. Kathleen hat bestellt einen Kaki-Hoodie in S. Mhm. Die sind ja nicht mehr viele von da, ne? Nee. Also am besten jetzt nochmal schnell nachbestellen. Und jetzt packe ich das mit da rein. Mhm. Mit dem Autogramm, was ich ja schon unterschrieben habe. Jetzt spucke ich hier rein. Jetzt spuckst du rein. Hm. Ju, da ist wirklich sowas reingegangen. Ist nichts, gar nichts. Ah. Vielleicht doch. Wundervoll. Aber es ist mit Liebe und Spucke. Ja, gut, dass ich das nicht alles selber mache. Das wird bei mir echt lange dauern, bis ich mit allem fertig bin. Schau mal hier, so Klaus, hier einmal dein Gratis-Ding. Stell dir mal vor, ich schicke nur das jetzt los. Der wird dich richtig. Oh. Nein, der wird sich krank freuen. Der wird sich krank freuen. Ich wette, der wusste einfach nicht, dass es das Hero Shirt auch noch gibt. Hat er nicht gesehen, das stimmt, so. Das gibt es nämlich noch zu kaufen. Rewitzer.de, Leute. Katja bestellt die Stoffversorgung in 43 bis 46. Und, glaube ich, auch nochmal ein Hero Shirt in M. Ja. In M. Machen wir auch noch mit dazu. Machen wir. Weißt du, wir machen eine kleine Geschenkaktion hier so. Stell dir vor, Leute schicken das dann zurück und wollen dafür noch Geld zurückhaben. Oh, haben. Ihr seht, es ist nicht mehr so viel übrig. Das ist quasi alles, was noch übrig geblieben ist. Yeah. Dementsprechend gönnt euch auf jeden Fall mal. Der Link ist in der Videobeschreibung und ich würde sagen, wir gehen jetzt. Filmst du mich? Ich wollte noch zeigen, wie ich. Und guck mal da, nichts mehr. Hoodie, 5 Stück. Deshalb gehen wir jetzt zusammen noch irgendwo hin, was essen und dann gehen wir auf die Reeperbahn, weil Jody unbedingt den Stripclub wollte. Das stimmt, aber vielleicht auch nicht. Doch, vielleicht auch schon. Tschüss. Diesmal schon wieder eine andere Kamera. Diesmal mein Handy, Leute. Es drei verschiedene Kameras gehabt. Diesmal mein Handy. Welches gefällt euch am besten immer noch? Schreibt es in die Kommentare. Ich wollte den Vlog ja eben schon beenden. Jody geschrieben, nein, du darfst es nicht. Deshalb mache ich das jetzt einfach hier, denn eine spannende Teil kann man nicht über die dann im Vlog sehen. Der ist auch unten verlinkt. Aber schön. Ich mach das diesmal. Also, wie ihr sehen könnt, sind wir in einem Tattoo-Studio. Aber ich mach diesmal nicht so einfach. Ich werde tätowiert. Nein, nicht wirklich. Irgendwann. Ich will es diesmal, weil ich schon so 1000 Tattoos habe, ich will diesmal nicht einfach nur sagen, ich mache mir ein Tattoo. Ich werde euch erklären, warum ich das mache und es wird sehr motivational sein. Also wenn ihr ein bisschen mehr Hintergrund auch zu dem Tattoo wissen wollt. Alles klar, meine Freunde. Macht's gut, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Haut rein. Das war's mit dem wunderschönen Vlog aus Hamburg. Haut rein, bis zum nächsten Mal.